Und damit herzlich willkommen zu Burnout Paradise, der Ultimate Box. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas bedeutet. Ja, ja, halt die Schnauze. Das Spiel sieht, glaube ich, echt nicht gut aus. Ich glaube, es ist echt alt. Ich möchte das nicht angeben. Danke. Zurück zum Spiel. Wie ihr hört, Aveng Copyright-geschützte Musik. Dementsprechend wird wohl auch jeder Part Werbung haben. Was ich nicht beeinflussen kann. Servus. Von den Serpentinen des White Mountain bis ins Straßennetz von Downtown Paradise bietet die Stadt endlose Verkehrswege, die du nach Herzenslust erkunden kannst. Ja, ja, ich erkunde mal. Es handelt sich um ein noch nie erlebtes Fahrereignis der Extraklasse. Jede Straße ist eine Herausforderung. Wir registrieren deine Bestzeiten und größten Crashs. Wenn du richtig Action brauchst, halte an einer Ampel und lass die Reifen durchdrehen. An jeder Kreuzung wartet ein Abenteuer. Die Events in Paradise City enden an einer von 8 Locations. Eine in jeder Himmelsrichtung. Im Norden der Stadt liegt der Country Club. Das Coast Guard HQ im Nordosten. Der Waterfront Plaza an der Ostküste. Im Südosten liegt das Wildcats Baseball Stadium. Die Naval Yard ist an der Südküste. Die Lone Stallion Ranch liegt südwestlich der Stadt. Die Wind Farm ist in den West Hills. Und im Gebirge im Nordwesten liegt das Observatory. Als Anfänger erhältst du eine Lernfahrlizenz. Eventsiege werden darauf notiert. Nach genügend Siegen bekommst du eine neue Lizenz und ein neues Auto. Die Welt steckt voller Überraschungen. Wir halten dich schon auf dem Laufenden. Was als nächstes passiert, ist deine eigene Entscheidung. Ja, dann let's go. Ich hab das Spiel ja vor Jahren schon mal angefangen. Leider damals noch mit einem schlechten Codec, deshalb sah das aus auf YouTube wie Grütze. Crash FM und ich bin DJ Atomica, dein City Guide für die Straßen von Paradise City. Also, zuerst brauchen wir ein Bild für deinen Lernfahrausweis. Ja, brauchen wir nicht. Das reicht fürs Erste. Wenn du eine USB-Kamera hättest, wäre das Ganze persönlicher geworden. Nein. Mit dem Lernfahrausweis kannst du durch ganz Paradise City fahren. Profifahrer haben eine Burnout-Fahrerlizenz. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ehre. Komm, wir besorgen dir eine Karre auf dem Schrottplatz. Ja, los. Let's go. New Rex hier. Ja, das ist ja gar nichts. Haben wir gerade nicht. Ah, okay. Für Sprünge und Spins, aber auch ein guter Allrounder. Perfekt für einen Anfänger wie dich. Nehmen wir. Das Auto ist ziemlich lediert. Such lieber eine Werkstatt auf und lass es reparieren, bevor du dich in die nächste Action stürzt. Wir haben die nächste Werkstatt in die Karte eingezeichnet. Aha. Sie ist direkt beim Angus Wharf. Mal sehen, ob die Karre anspringt. Halte das Gas gedrückt, um den Motor hochzupowern. So. Nee, Sekunde. Kurve verpatzt? Egal. Handbremse ziehen. Der Handbremsenslide ist vielseitig einsetzbar. Oh, das Spiel sieht echt nicht gut aus, möchte ich anmerken. Kleine Besonderheit zu dem Spiel übrigens, beziehungsweise zu dem Let's Play. Wird 15 Minuten Parts. Guten Tag. Was? Okay. Was ist hier? Fahre durch eine Tankstelle, um schnell Boost zu tanken. Die Tankstellen werden dann auf der Karte eingetragen. Ehre, ja, das heißt, man sollte alles mitnehmen. Sehe ich das richtig? Was ist hier? Ich drücke übrigens nicht in die Richtung, in die ich gucke. Also es ist halt invertiert, leider. Ja, wo soll ich hin? Um zu starten, halte an einer Ampel und drücke gleichzeitig Bremse und Gas. Alle gefundenen Events werden auf der Karte eingetragen. Und booste zwischen Sprüngen, Boats und Spins, um innerhalb der Zeit möglichst viele Punkte zu erzielen. Okay, keine Ahnung, wovon sie redet.
Ich habe ja nicht mal eine Ahnung, wo ich hin muss, Alter. Okay, Driften bringt offensichtlich gar nichts. Darf ich hier reinfahren? Ja, darf ich offensichtlich. Okay, ich soll 5000 Punkte erreichen und irgendwelche Sprünge machen. Ich habe keine Ahnung, was für Sprünge sie redet. Das Auto driftet übrigens überhaupt nicht. Wieso überschlägt er sich, wenn ich... Naja, egal. Moment, da möchte ich gerne rüberspringen. So, Sekunde. Beinahe Crash 105 Grad, ja, okay. 137 Grad, ich würde sagen, das sind 180 Grad, aber okay. Was weiß ich schon. Wieso auch immer die Boosts nur so langsam rüber, hochgehen. Ich habe erwartet, dass hier ein Sprung ist, zugegebenermaßen. Meine Güte, also ich muss ja nur 5000 Punkte erreichen, zum Glück. Dementsprechend habe ich das ja schon. Das Auto driftet echt nicht gut, ey. Und Handbremsen zählen nicht als Drift. Boost nochmal kurz. Kommen wir zu Ende, macht nichts. Eventsiege werden auf deiner Fahrerlizenz vermerkt. Fahre Siege ein, um die nächste Lizenz zu erhalten. Wie habe ich 23.000 Punkte erreicht? Achso, wegen mal 3 oder was? Zum Aufwertung einen Sieg. Okay, jetzt haben wir keine Learning Permission mehr. Übrigens lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, ne? Deshalb, ich habe gar keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Ich habe da bestimmt eine Karte, oder? Ja, habe ich ihre. Das da. Bei welches haben wir denn eben gemacht? Das da, ne? Ich habe legitim keine Ahnung, welches wir gerade gemacht haben. Wir machen das da jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie ich denn, also mehr das markieren kann, wahrscheinlich gar nicht. War ja früher in Spielen nicht so, dass man sich Sachen markieren konnte, leider. Das gab's früher nicht so. Beinahe Crash. Ja, wir wollen jetzt eigentlich aber erstmal irgendwo hin, wo wir neues das Rennen starten können, ne? Ich sage euch gleich vorweg, also das habe ich schon gesagt mit 15 Minuten Parts, ne? Ja, ich bin dumm, entschuldigt. Ja, wie gesagt, 15 Minuten Parts. Aufgrund Urlaub, den ich jetzt habe. Guten Tag. Was ist das? Das ist ein Rennen. Du bist okay. Rase zum Crystal Summit Observatory im Nordwesten. Kriege ich eine Karte, wenn ich da hinfahre? Sekunde. Wie? Hallo? Ich krieg keine Karte, wie ich da hinkomme. Okay, cool. Gutes Spiel. Ich würde sagen, ich fahre geradeaus. Ja, ich fahre geradeaus. Meine Fresse, ich kann das nicht frei bewegen. Ich fahre geradeaus unter der gelben Straße durch und dann an der... Ja, eigentlich immer nur geradeaus, ne? Bis ich da bin, ja. Ich würde sagen, ich fahre einfach immer geradeaus. Schauen wir mal, ob das läuft. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob man seine Gegner auch crashen konnte. Ich glaube ja. Aber legitim keine Erinnerung mehr an das Spiel. Also nicht mal an das letzte Mal, wo ich es gespielt habe. Und das erste Mal, wo ich es gespielt habe, ist halt... Wie alt bin ich? 15 Jahre her oder so? Ungefähr? Oberrechnung? Mindestens, ne? Ja, ich denke, es ist schneller, einfach die ganze Zeit geradeaus zu fahren, als hier irgendwelche... Umwege zu nehmen, weil hier ist halt Vollgas, ne? Okay, die sehen das offensichtlich genauso. Dementsprechend wird das wohl gut sein, was wir hier tun. Ich habe auch keine Geschwindigkeitsanzeige, sehe ich gerade. Das ist schon ein bisschen anderes Rennspiel als die meisten anderen. Egal. Ich glaube, wenn wir da sind, reicht es erstmal für den Part. Ich versuche dann immer so ein paar Rennen pro Part zu machen.
Ich weiß auch nicht, es gibt wahrscheinlich noch Stunts. Ich werde wohl nicht 100% machen, wenn es überhaupt gibt in dem Spiel. Kann ich eigentlich Musik ausmachen? Also ihr könntet, ja gut, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, kann ich es halt auch erst nach dem Urlaub ändern. Drück auch auf den Controller, um zu boosten. Ja Bruder, du brauchst mir das Spiel jetzt nicht neu erklären. Ich habe schon gespielt. Möchte übrigens anmerken, die sind gar nicht mehr so weit hinter mir. Finde ich gar nicht mehr so gut. Die sagt mir nichts. Das Problem mit den Liedern ist, die meisten sind zwar irrelevant, aber bei manchen habe ich halt vielleicht das Problem, dass ich dann nicht mehr, also dass ich das Video nicht, also dass das Video gesperrt wird, ne? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Also nicht nur in manchen Ländern, sondern halt komplett. Da muss ich halt so ein Stück von der Musik da von YouTube raus editieren lassen. Das hört sich dann richtig dreckig an. Also wenn das mir passiert, sorry. Ich kann es halt leider nicht ändern. So. Ah, das Lied ist das. Ich wollte gerade sagen, ich kenne das Lied gar nicht, aber doch. Ich kenne das doch. Ich kenne das doch. Das ist sogar ein relativ cooles Lied. So, ich würde sagen, das haben wir easy gewonnen. Aber ich habe irgendwie keine Einstellungsmöglichkeiten. Ist das richtig? Guten Tag. 2 von 60. Ehre, erster Platz. Da kommen die anderen. Lizenz aufgewertet. Glückwunsch. Mit diesem Sieg hast du deine Lizenz auf Klasse D aufgewertet. Aha. Deine Siege wurden von der Karte gelöscht. Du kannst die Events erneut spielen. Erfolge werden auf der neuen Lizenz vermerkt. Feier dein Lizenz-Upgrade mit einem neuen Wagen. Der Hunter Mesquite wurde zum Schrottplatz geliefert. Na, ob der so viel besser ist. Schauen wir mal. Gut, ich würde aber sagen, die Karte ist halt echt scheiße, ne? Die ist halt echt scheiße. Also, die ist echt scheiße. Ah, guck mal, hier haben wir Optionen. Haben wir Optionen? Das ist online. Grafikoptionen. Kann ich hier mehr anmachen? Grafik ist 4K, okay. Gut, wird schon funktionieren. Bildschirmeinstellungen, Gamma, Helligkeit, Kontrast, ne, ist mir egal. Qualität. Mach mal bitte alles so hoch wie möglich. Geht mehr? Ist Anti-Aliasing eigentlich gut? Ich habe das noch nie verstanden, muss ich zugeben. So, und Effekte, Bewegungs- und Schärfe aus. Und das Super Sampling, irgendwas? Keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht wirklich damit aus. Ja, okay, wird einen Moment angehalten. Gut, mach schneller bitte. Ich bin aus dem Spiel geflogen. Hallo? Okay, hat schon mal funktioniert. Gut, ich mache vorübergehend mal die Musik aus. Wo ist auch IP? Bruder, ich will nicht schnacken. So, ich mache erstmal Musik aus. Wir können das nach den Parts ändern, aber aktuell halt schlecht. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, könnt ihr es anmachen. Ich würde jetzt aber erstmal dazu tendieren, mich für diesen Part zu verabschieden und ich mache dann im nächsten Part eigene Musik an. So wie ich das in allen Rennspielen eigentlich mache. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!